Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt sicherlich schon drauf gewartet, mich haben einige Nachrichten erreicht, wann denn endlich mein Review, mein Testfazit zu dem Saugroboter kommt. Heute ist es soweit, der D-Bot war über 2 Monate täglich im Einsatz. Ich habe jetzt gerade die Gelegenheit genutzt, wir renovieren aktuell einen Raum, Kinderzimmer soll das mal werden, und der war komplett leergeräumt, da war nichts drin. Und dann dachte ich mir, baue ich einfach mal einen kleinen Testparcours für den D-Bot auf, habe einen Teppich reingelegt, ein paar Hindernisse, habe eine Menge Reis verstreut. Der ganze Raum war mit Reis bedeckt, also der ganze Boden. Und dann bin ich sogar hingegangen, habe noch ein paar Katzenhaare hier und da verstreut und den D-Bot mitten reingesetzt und den so lange laufen lassen, bis der Akku komplett leer war. Und ich würde vorschlagen, bevor wir uns das eigentliche Review hier anhören, ich habe mir diverse Stichpunkte gemacht, zeige ich euch mal das, was ich so aufgenommen habe. Viel Spaß! Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Da habt ihr den D-Bot mal in Aktion gesehen. Der ist fast 2 Stunden lang, über die Akkukapazität sprechen wir gleich nochmal, in diesem Raum rumgefahren, bis er selbstständig wieder in die Ladestation zurück ist. Und das deckt sich auch mit dem, was ich so in den 2 Monaten tagtäglich im Einsatz auf unseren diversen Etagen festgestellt habe. Ich glaube, ihr habt auch ganz gut gesehen, wie er arbeitet, nämlich nach so einem Chaos-Prinzip. Sobald er irgendwo auf ein Hindernis trifft, dann dreht er rum, ändert die Richtung, fährt auch ab und zu mal die Ränder ab, um eben an den Fußleisten ordentlich sauber zu machen. Und das Reinigungsergebnis kann sich, wie ich finde, mehr als sehen lassen. Ich hatte ja den kompletten Raum einmal mit Reis bedeckt, also der Boden war nahezu komplett mit Reis bedeckt. Und das hat er bis auf 2, 3 kleine Stellen, wo wir nochmal im Detail drüber sprechen, wirklich ganz hervorragend gelöst. Bevor wir mit dem Review starten, aber nochmal kleiner Disclaimer. Dieser D-Bot wurde mir vom Hersteller für dieses Video kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wie immer wurde ich inhaltlich nicht beeinflusst. Alles das, was ihr hier seht und hört, ist meine eigene Meinung und vom Hersteller in keiner Weise in irgendeine Richtung gedrückt. So, ich habe mir hier diverse Punkte gemacht. Ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal mit der Hardware an. Hardware, ich bin sehr zufrieden. Also der D-Bot ist wunderbar sauber verarbeitet. Klar, der fährt hier und da mal unter die Couch drunter, unter ein Bett drunter, dann kommen hier so kleine Kratzer rein, das bleibt nicht aus, aber das ist ein Gebrauchsgegenstand. So sieht mein normaler Staubsauger nach diversen Monaten auch aus. Da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Der ist hier, lässt sich super einfach zerlegen. Das ist für die Reinigung ja nicht unwichtig. Also die Bürste lässt sich problemfrei rausnehmen. Seht ihr hier, ne? Die kann man einfach reinsetzen. Hier ist so ein kleines Werkzeug dabei, um die Haare. Hier sammeln sich natürlich dann Haare drin, um die hier mit rauszunehmen. Da hat sich für mich aber gezeigt, dass dieses kleine Werkzeug hier nur bedingt gut funktioniert, weil dieses Plastikteil hier vorne dann doch ein kleines bisschen dick ist. Ich gehe da in der Regel mit einer kleinen Schere hin und schneide die Haare hier einmal frei. Dann lässt sich die Bürste hier auch wieder problemfrei einsetzen, schließen. Das passt zu 100%. Auch die Reinigung bzw. das Entleeren, das kommt ja deutlich häufiger vor, von dem Staubbehälter hier einfach hinten rausziehen, öffnen, dann hier dieses kleine Filterelement rausholen, reinigen, wieder rein. Das mache ich so in der Regel nach 1 bis 2 Fahrten. Das sammelt sich ja doch einiges an Schmutz, an Staub an. Und ihr seht, einfach wieder rein und es kann weitergehen. Also Hardware, Qualität und Reinigung und auch Lautstärke ist sehr, sehr angenehm. Finde ich, hat hier schon mal 10 von 10 Punkten verdient. Also da gibt es aus meiner Sicht überhaupt gar nichts dran auszusetzen. Ja, dann natürlich die Frage zum Thema Akku bzw. wie funktioniert das, wenn er zurück in seine Ladestation fährt. Ne? Hier steht die ist dann entsprechend verkabelt. Das Netzteil ist noch oben in der Steckdose und der Hersteller beschreibt es so, dass wenn der Akku zur Neige geht, dass er das rechtzeitig merkt und dass er dann langsam in seine
Ladestation reinfährt und hier automatisch eindockt und dann dementsprechend wieder volllädt. Funktioniert das in der Praxis, bevor wir über den Akku sprechen? Ja, das funktioniert sehr, sehr gut, wenn, und das ist die kleine Einschränkung, die Ladestation relativ frei irgendwo steht. So ist es auch im Handbuch beschrieben. Die soll, also wenn die an der Wand steht und der hat rechts und links daneben ein bisschen Platz, dann fährt der im ganzen Raum rum und fährt danach wieder problemfrei zurück in seine Ladestation. Ja, dann natürlich die Frage zum Akku bzw. der Akkulaufzeit. Es ist so, dass der D-Bot zwei verschiedene Saugstufen hat. Einmal Standard und einmal sozusagen eine sehr starke Saugleistung. Die kann ich in der App auch dementsprechend einstellen, welche Saugleistung er dafür nutzen soll. Über die sprechen wir gleich auch nochmal. Ich habe oder kann schon mal so viel sagen, die Saugleistung ist so gut, dass der bei mir eigentlich immer in der Standardsaugleistung arbeitet und gar nicht auf dieser höheren. Das heißt, er kann auch die Akkukapazität voll ausschöpfen, weil er eben auf dem Standard-Saugmodus arbeitet und nicht deutlich mehr Energie für mehr Saugleistung verbraten muss. Ich habe jetzt hier mal die Stoppuhr mitlaufen lassen. Es waren so um die 2 Stunden. Ich blende euch den konkreten Wert aber mal ein. Das heißt, Akkuleistung für so ein kleines Gerät aus meiner Sicht ist mehr als zufriedenstellend. Er arbeitet nach dem Chaos-Prinzip. Ich sag mal, hört sich böse an, aber er verschwendet manchmal ein bisschen Zeit. Ja? Also wenn er einen Sensor hätte, eine Infrarotkamera hätte, der den Raum erfasst und der mit Struktur fährt, gibt es auch von diesem Hersteller, sprechen wir nochmal drüber, dann wäre er wahrscheinlich schneller fertig. Heißt aber nicht, dass er nicht sauber macht, ganz im Gegenteil, er macht super sauber, wie ich finde, aber er fährt eben doch ein bisschen chaotisch rum und hat wenig Struktur dahinter, aber das ist bei dem Chaos-Prinzip ganz ebenso. Ja, bleiben wir direkt mal bei dem Thema Navigation und Hinderniserkennung, da habe ich mir einiges zu aufgeschrieben. Über das Chaos-Prinzip haben wir schon gesprochen, ihr habt es ja vorher in dem kleinen Clip auch gesehen, er fährt also immer auf Hindernisse zu, sobald er per Sensor merkt, ah okay, da steht irgendwas, hier steht die Fernbedienung, da steht irgendwas, dann bremst er vorher ab und dreht schon in eine andere Richtung ab und fährt dann weiter, beziehungsweise manchmal, gerade bei so einem Stuhlbein, das ist so dünn, da hat der Sensor offensichtlich ein bisschen Schwierigkeiten, dann fährt er so ganz, ganz langsam, also er wird dann auch langsamer und fährt dann irgendwann dagegen und titscht es so ganz leicht an, dass sich der Sensor hier vorne so minimal, hier könnt ihr es sehen, eindrückt, also wirklich der Stuhl, der rückt auch nicht dann weg dabei, also er macht das ganz, ganz sanft, dann merkt er, ah, da ist was, dann dreht er in andere Richtung und fährt dann dementsprechend weiter. Das heißt, Hinderniserkennung, würde ich mal sagen, hat 9 von 10 Punkten und klappt sehr, sehr gut. Und er fährt exakt so lange umher in diesem Chaos-Prinzip, bis der Akku leer ist. Ja. Und dabei, das habt ihr in dem Videoclip vielleicht gesehen, er legt auch manchmal so Phasen ein, wo er eigenständig an der Fußleiste entlang fährt, um die Kanten, um die Ecken und um eben ja um die Fußleiste, um die Ränder des Raums zu reinigen. Das funktioniert auch relativ gut. Wir hatten einmal ein Problem im Bad. Und zwar haben wir so eine hängende Toilette, die hat wahrscheinlich so ziemlich jeder von uns, wo so ein bisschen Abstand zwischen diesem Teil ist, wo das Wasser durchläuft und dem Boden. Und manchmal ist es dann so, dass das hängt ziemlich niedrig, dass er dann da drunter gefahren ist und hat sich dann da irgendwie festgekeilt und kam dann nicht mehr raus. Seitdem stelle ich da einfach irgendwas Kleines unten drunter, dass er quasi direkt unter der Toilette, dass er da nicht hinkommt und sich da nicht festfahren kann. Ansonsten, er fährt problemfrei auch über unsere Teppiche drüber. Die sind jetzt nicht so langflorig, aber so Standardteppiche, irgendwie so hochflorig ungefähr. Er fährt da sauber über die Kanten drüber, reinigt auch die Teppiche super, fährt auch dann wieder runter. Also er hat sich ansonsten bisher noch nie festgefahren. Das Allerwichtigste an einem Staubsauger ist die Reinigungsleistung. Deswegen habe ich mir hier sehr, sehr viele Punkte zu aufgeschrieben. Zuerst, es gibt verschiedene Reinigungsmodi. Die kann man auf der Fernbedienung einstellen, die kann man aber auch, ich zoome ein bisschen dran, die kann man aber auch in der App einstellen, die schauen wir uns auch gleich nochmal an. So sieht die Fernbedienung aus. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Option, das ist hier oben die, das ist der sogenannte Spot-Modus. Das heißt, wenn ihr eine ganz, ganz stark verschmutzte Stelle habt, dann setzt ihr den einfach mitten rein, drückt den Spot-Modus und dann fährt er so im Kreis diesen Schmutzbereich ab und reinigt damit auch sehr, sehr gut. Und er erhöht dabei auch die Saugleistung auf diese stärkere zweite Stufe. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier diese Taste zu drücken, die nutze ich eben ganz gerne, um die ganzen an den Rändern entlang, an den Fußleisten entlang, dann fährt er den ganzen Raum einmal ab und reinigt sozusagen nur an den Fußleisten entlang. Das klappt auch sehr gut. Er wirft hier mit seinen Seitenbürsten, die stehen ja seitlich deutlich über den Roboter ab, wirft er den Schmutz schön in die Mitte und saugt ihn dann auch auf. Manchmal
Manchmal geht er hin und wirft es ein bisschen zu weit. Das heißt, er nimmt was aus der Ecke mit und wirft es nicht komplett mittig hin, dass er drüber fährt und es aufsaugt, sondern er wirft es ein bisschen weiter, sodass er dann erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder über die Stelle drüber fährt und den Schmutz dann eigentlich aufnimmt. Ist nicht ganz so tragisch. Am Anfang denkt man, Gott, was soll das denn? Das wirft er irgendwie komplett weg und es sieht erstmal schlimmer aus, als es vorher war. Wenn man ihm aber ein bisschen mehr Zeit gibt, dann fährt er da solide und sauber durch, so dass der Raum hinterher auch wirklich super sauber gemacht wurde. Ja, ansonsten gibt es eben noch den Automodus, den Automatikmodus. Mit dem arbeite ich eigentlich am allerhäufigsten. Dann fährt er wirklich auf der eingestellten Saugstufe selbstständig umher. Er fährt auch dann von Raum zu Raum, also wenn die Türen offen sind natürlich, dann fährt er in den Flur, fährt dann in andere Räume rein, bewegt sich frei in der Etage, eben auch nach diesem Chaos-Prinzip. Das klappt aber erstaunlich gut. Es gibt dann noch eine Taste, da bin ich aber nicht zu 100% dahinter gestiegen. Das ist der Raummodus. Das ist diese Taste hier. Und wenn man die drückt, dann bewegt er sich nur, dann sagt man ihm, er soll nur in einem Raum saugen. Aber er ist bei mir trotzdem durch die offene Tür durchgefahren. In der Anleitung steht auch, man sollte dabei die Tür geschlossen halten. Wo da nun konkret der Unterschied von diesem Modus zu diesem liegt, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert, habe keinen wirklichen Unterschied festgestellt. Deswegen nutze ich prinzipiell den Automatikmodus in Kombination mit diesem einmal am Rand rumfahren. Und das klappt sehr, sehr gut. Das heißt, ihr habt es am Anfang gesehen und auch gehört, die grundsätzliche Saugleistung ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist so, und da gibt es eben auch Modelle bei D-Bot, die den Untergrund erkennen. Das heißt, wenn sie auf den Teppich drauf fahren, erhöhen sie automatisch die Saugleistung. Wenn sie wieder auf den Hartboden runterfahren, dann wird die Saugleistung wieder auf das normale Level zurückgefahren. Das kann der nicht. Der fährt immer mit der voreingestellten Saugleistung überall durch, egal wo er drüber fährt, ob Fliese, Teppich, Parkett, wo auch immer. Aber er macht die Teppiche ordentlich sauber. Und ich denke, ihr habt das eben gesehen. Ich habe wirklich in diesem so hochflorigen Teppich ordentlich Reis drüber gestreut. Und er ist, nachdem er dort gereinigt hat, habe ich kein Reiskorn mehr auf diesem Teppich gesehen. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. So, dass man sagen kann, ja, wäre schön, wenn er da eine Dynamik bei der Saugleistung hätte und den Untergrund erkennt, was es auch gibt. Aber so 100% notwendig scheint das nicht zu sein, weil er eben selbst auf der normalen Saugleistungsstufe schon ordentlich sauber macht. Das liegt zum Teil auch hier dran. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Diese Bürste ist so ein bisschen V-förmig angeordnet, so dass man hiermit offensichtlich sehr, sehr effizient den Schmutz anhebt und dann in den Roboter reinwirft und dann auch absaugt. Ein bisschen problematisch ist es in sehr, sehr engen Ecken. Also wenn ihr wirklich, also oder jetzt auch in 90 Grad Winkeln, wie man sie ja häufig in Räumen hat, er fährt dann in diesen Winkel, sage ich mal, mit rein und die Bürste, und er dreht dann irgendwann ab, so dass er weiterfahren kann, und dann bleibt meistens direkt in der Ecke des Raumes noch so ein mini bisschen Schmutz zurück. Ja, das habe ich mir aufgeschrieben, das hat man im Video auch, glaube ich, ganz gut gesehen. Ja, sprechen wir zu guter Letzt nochmal über das Thema Software bzw. App. Die Fernbedienung habe ich euch ja schon gezeigt. Man kann in der Fernbedienung auch mit einem Knopf einstellen, dass er automatisiert losfahren soll. Das heißt, dass er irgendwann an einer speziellen Tageszeit einfach hingeht, fährt aus der Ladestation raus, macht sauber und fährt auch wieder in die Ladestation zurück. Ich habe in der Tat diese automatisierte Funktion relativ selten verwendet und bin mehr dazu übergegangen, das Gerät manuell zu starten. Aber man kann das eben über die Fernbedienung automatisieren, als auch über die App. Und die habe ich euch ja jetzt mal eingeblendet. Man kann hier, seht ihr, oben auf diesen drei Punkten einmal die Vakuumleistung einstellen. Das heißt, dass das, was ich eben erklärt habe, soll er mit maximaler Saugleistung arbeiten oder mit Standard. Ihr seht, ich nutze hier Standard und das war auch eigentlich immer meine entsprechende Einstellung, mit der ich gearbeitet habe. Man kann hier die Reinigungsaufgaben automatisieren mit einem Plus. Das heißt, man kann ihm genau sagen, fahr an dem Tag um die Uhrzeit los und reinige. Wie gesagt, das nutze ich jetzt nicht. Man kann hier auch mehrere Reinigungsaufgaben anlegen, glaube ich, aber habe ich nie mit gearbeitet. Aber grundsätzlich gibt das die App her. Das Hinzufügen zeige ich jetzt nicht von Roboter hier zur App. Das funktionierte aber problemfrei. Im Übrigen ist die WLAN-Qualität, also es ist so, dass dieser Roboter eben eine WLAN-Verbindung zu unserem WLAN-Router hält, dass die sehr, sehr stabil ist und problemfrei arbeitet. Also egal wann, auch von unterwegs, ich diese App geöffnet habe, der D-Bot war immer da, war online. Ich hatte nie auch nur ansatzweise ein Konnektivitätsproblem. Dann habt ihr das, was ihr eben auf der Fernbedienung auch schon gesehen habt, an Tasten. Habt ihr hier nochmal in der App drin die verschiedenen Modi. Ich kann den Roboter mit der Fernbedienung per Taste steuern. Ihr seht es hier selbst. Ne? Hier fährt er jetzt rum in die verschiedenen
Richtungen, je nachdem, wie ich hier drauf drücke. Das gleiche geht auch per App. Hier seht ihr es auch. Das funktioniert auch super verzögerungsfrei, wie ihr seht. Also das passt zu 100%. Fernbedienung und App, super. Es gibt auch die Möglichkeit, den D-Bot in Amazon A, ich spreche es mal nicht aus, weil ihr so ein Smart-Home-Device habt, zu integrieren. Ihr seht es jetzt hier, das habe ich auch getan. Ich kann dann einfach mein Amazon Echo-Device ansprechen, kann sagen, hey, hier stehen auch die Begriffe, seht ihr gerade selbst, starte die Reinigung etc. Habe ich nie mit gearbeitet. Habe dann immer auf die Fernbedienung oder in der App gedrückt. Warum auch immer, kann man machen, wer auf sowas steht. Aber meistens war ich sowieso dann im Raum drin und konnte dann einfach hier die Taste drücken, dann fährt er los. Hier hört er es selbst, jetzt reinigt er auch. Oder auf der Fernbedienung oder in der App. Man kann das machen, funktioniert auch gut. Ich persönlich habe aber diese Amazon A-Integration nicht genutzt. So, kommen wir zum Fazit. Das Video ist schon wieder deutlich länger geworden als eigentlich von mir geplant, wie leider irgendwie immer. Ich hoffe, ihr konntet in den einzelnen Punkten oder Kategorien für euch relevante Informationen mitnehmen. Fazit für mich, Frage Nummer 1, kann der D-Bot einen kabelgebundenen Staubsauger oder auch einen Akkustaubsauger ersetzen, mit dem man wirklich manuell reinigt? Ich würde sagen, man muss schon ab und zu nochmal mit einem normalen Staubsauger saugen, aber man kann die Zeit dazwischen sehr, sehr stark verlängern, indem man einen solchen intelligenten Helfer hat, der einem die Arbeit abnimmt. Vor allem habe ich deutlich mehr Zeit. Also ich habe, wie gesagt, jeden Morgen, ich meine, gut, ich habe jetzt nicht stundenlang gesaugt, aber sagen wir mal, ich habe morgens 10 Minuten, Viertelstunde die untere Etage gesaugt. Wenn ich das anstatt jeden Tag nur noch zweimal die Woche machen muss, dann habe ich einfach am Morgen ein bisschen mehr Luft und das merkt man dann schon, bevor ich mit der Arbeit anfange. Von daher, das Konzept geht für mich vollkommen auf, aber ich brauche zusätzlich auf jeden Fall noch einen normalen Staubsauger auf jeden Fall für mein Dafürhalten. Ja, dann die zweite Frage. Bin ich speziell mit diesem Gerät zufrieden gewesen? Würde ich dieses Device wieder kaufen? Würde ich es empfehlen? Auch da ist die Antwort ja. Hardwarequalität, Reinigungsleistung und all das, was in dem Set kommt für den Preis. Er kostet zum Zeitpunkt des Videos 244,97 €. Geht vollkommen in Ordnung. Also Empfehlung ganz, ganz klar. Wer etwas mehr Intelligenz möchte, und das wäre meine persönliche Präferenz, der sollte mal nach dem D-Bot 900 Ausschau halten. Der kostet 419 €, also 174,03 € zum Zeitpunkt des Videos mehr als der. Das ist eine Stange Geld, aber er kann eben aufgrund der intelligenten Navigation, wie ich es mir angeschaut habe, den Raum einmal abscannen und fährt dann wirklich nicht im Chaosprinzip überall umher, sondern fährt wirklich in Schlangenlinien einmal den Raum ab, und wenn der sauber ist, dann ist fertig und dann hat er das eben auch schneller erledigt als der. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Sorry, dass das Video schon wieder so unvorstellbar lange geworden ist. Ich war immer das Gleiche. Ich habe mir die Stichpunkte gemacht, habe mir gedacht, heute schaffst du es in unter 10 Minuten. Ich habe die Kamera auch schon einmal neu starten müssen zwischendrin, weil ich ans Zeitlimit der Aufnahme gelaufen bin und all solche Scherze. Sorry dafür. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare mit rein, wenn ihr wirklich so lange durchgehalten habt. Also nochmal danke bei euch fürs lange dranbleiben und zusehen. Danke beim Hersteller für die kostenfreie Zurverfügungstellung von diesem D-Bot. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid und ein Abo auf dem Kanal da lasst und mir, wenn euch es gefallen hat, einen Daumen nach oben gebt. Also vielen, vielen Dank, und wir sehen uns dann spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!